Gorbatschow sagte, das Rüsten ist vorbei. Das Wettrüsten ist zu Ende. Wir haben das Geld nicht mehr. Ihr könnt betteln, solange ihr wollt, wir rüsten nicht mehr mit. Aber die amerikanische Rüstungsindustrie war in heller Aufregung. Der Feind hatte sie einfach aufgelöst. Ohne Rücksprache. Wenn Sie einer Bevölkerung Geld für Rüstung abpressen wollen, dann brauchen Sie eine Bedrohung. Sie müssen den Menschen Angst machen. Sie brauchen einen Feind. Und da haben die Amis sich einen gebastelt. Die haben den Hussein damals zum Hitler aufgeblasen. Natürlich war der Hussein immer ein Riesenarschloch. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Deshalb war der ja auch der natürliche Verbündete der USA gewesen. Aber der war doch niemals eine Bedrohung für die Welt. Aber der Papa Bush, der hat die Amis so verrückt gemacht. Vor dem letzten Krieg, jetzt haben 70% der Amerikaner geglaubt, der Hussein hätte mit seinen Raketen bis Amerika schießen können. Dieses dämliche Volk weiß ja nicht, wer das Wasser zwischen den Kontinenten liegt. Im Jahr 2004 tritt Lettland der Europäischen Union bei. Da hätten die Ersten damals gesagt, Lettland? Was ist das denn? Hör mal, ich kenne Legoland, aber Lettland? Das gab es damals noch gar nicht. Das war doch alles noch der Russe. Wissen Sie nicht mehr? Der Russe. Der eine, der immer vor der Tür stand. Sagen Sie mal, einem 18-Jährigen 1990, da gab es kein Internet. Alle Telefone hatten Kabel, maximal 3 Meter. Und der Russe stand vor der Tür. Du meinst auch kein Wikipedia? Und wie habt ihr Hausaufgaben gemacht? Wie erklären wir jetzt den jungen Leuten, der Russe muss ja erklärt werden. Bevor wir den Alten erklären, was Wikipedia ist. Bevor gleich wieder so ein 19-jähriger Schnösel kommt, das ist in Hamburg passiert, und mir erklären will hinterher, Herr Pispers, die Klitschkos sind aber aus der Ukraine. Der verliert keine Zeit, um Gegner und Kritiker zu unterdrücken. Das Demonstrationsgesetz wird verschärft. Ein neues Zensurgesetz beschränkt das Internet. Verleumdung wird wieder in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Für Hochverrat wird ein eigenes Gesetz erlassen und der Begriff sehr weit gefasst. Und ein weiteres Gesetz legt fest, wer in Russland die Funktionen eines ausländischen Agenten ausübt. Demokratiedefizite in Russland hatte sie schon früher angesprochen, genutzt hat es nichts. 2 Jahre Haft bekamen Nadja Shtatalakornikova und Maria Aljochina. Willkürjustiz, Alltag in Russland. Kritik aus dem Ausland schert Russlands Mächtige nicht. Im Gegenteil, man schlägt zurück. In aller Arroganz. In Deutschland sollte man verstehen, das heutige Russland ist nicht mehr das von 1995. Wir sind finanziell nicht abhängig von Europa. Wir wollen nicht in die NATO und nicht in die EU. Ich sehe nicht, welche Druckmittel Europa bei einem Konflikt mit Russland anwenden könnte. Dialog mit diesem Russland? Schwierig, wenn der Kreml ihn gar nicht mehr will. Die Freiheit, Sie erinnern sich, Afghanistan war auch von den bösen Russen besetzt. Da haben die Amerikaner gesagt, der Russe muss da raus, wer kann das für uns machen? Da haben die ja wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Osama Bin Laden. Die Amerikaner haben 100.000 Söldner, fanatische junge Moslems in den arabischen Ländern angeworben, zum Teil in amerikanischen Terrorcamps ausgebildet und trainiert und dann nach Afghanistan gebracht und da haben die gegen die bösen Russen gekämpft. 10 Jahre lang hat Osama Bin Laden gegen die Russen die Zahlen schwanken zwischen 15.000 und 50.000 tote russische Soldaten durch Terroranschläge Osama Bin Ladens. Waren doch Terroranschläge, oder? Frau Merkel, jetzt müssen Sie mir nochmal helfen. Ein Land ist besetzt und eine fanatische Splittergruppe kämpft mit Waffengewalt gegen die Besatzer. Das ist doch Terrorismus, oder? Hamas oder Hamas nicht? Nach heutiger Logik hätten die Russen einfach nur in Washington Regierungsmitglieder liquidieren müssen, um den afghanischen Rebellen den Nachschub abzuschneiden. Aber das hätte sich wahrscheinlich nicht mal der Sharon getraut. Osama Bin Laden hat die Russen vertrieben. Die Amerikaner haben gesagt, super Job, euer Land sieht scheiße aus, das stimmt, aber ist ja euer Land. Man hat die Afghanen im Dreck sitzen lassen. Seit der Zeit sterben jeden Tag 10 afghanische Zivilisten, die auf der Landmine treten. 10 am Tag. 3.650 im Jahr. Wo ist da die jährliche Gedenkfeier? Können Sie im Fernsehen nicht rüberbringen, kann ich Ihnen gleich sagen. World Trade Center, genial! 2 Türme, 2 Flugzeuge, patsch, patsch, alle sind entsetzt. Das ist ein Sekundenbruchteil gezeigt. Bis Sie gezeigt haben, wie 3.000 Afghanen auf der Landlinie gelatscht sind. Da haben die Leute umgeschaltet, das ist doch langweilig. Hol mal ein Bier, was soll das jetzt hier? Als die Mujahideen Osama Bin Ladens ihre Brüder und Schwestern in Tschetschenien auch noch befreien wollten, da waren es plötzlich echte Terroristen. Denn längst hatte der Westen sich mit dem Massenmörder Wladimir Putin verbündet. Tschetschenien, das ist Völkermord, das sind ethnische Säuberungen. Aber das interessiert ja hier keinen.
Die Amerikaner haben die Mujahedin benutzt, man kann es nicht anders sagen. Sie haben sie benutzt wie Klopapier und hinterher weggeschmissen. Ist aber kein Klopapier, Rumsfeld. Es sind Menschen. Und die kommen jetzt zurück und packen genau an den Arsch, in dem sie abgewischt worden sind. Natürlich waren die Anschläge furchtbar. Ich war doch genauso entsetzt wie alle. Und wie immer, wenn das Entsetzen so groß ist, dass einem wirklich die Worte fehlen, ist gleichzeitig kein Mangel an hohlen Phrasen aus noch hohleren Köpfen. Als in Ruanda 1,5 Millionen Tutsis starben, die sind aus einem Grund gestorben. Die UNO-Blauhelm-Truppen haben sie auf Befehl der Amerikaner zurückziehen müssen. Es gab keine Bodenschätze in Ruanda. Wenn schon 3000 Tote im World Trade Center am nächsten Tag alle deutschen Firmen um 30% den Wert abstoßen lassen können. Aber ich glaube, da sehen Sie schon gleich, Sie können 3000 Amerikaner nicht mit 1,5 Millionen Ruander gleichsetzen. Das dürfen Sie nicht mengenmäßig versuchen, Sie müssen das qualitativ einschätzen lernen. In Südafrika zum Beispiel sterben jedes Jahr 1 Million Menschen an AIDS. Jedes Jahr. Man kann die alle ziemlich lange inzwischen am Leben halten, die Medikamente sind da. Die sind aber so teuer, die kann sich kein Südafrikaner leisten. Da hat die südafrikanische Regierung gesagt, wir machen das so, wir stellen das alles selber her. Wir brauchen nur die Lizenz und die Erlaubnis. Wir machen alles selber und geben die zum Selbstkostenpreis ab an unsere Leute. Da hat dann George W. Bush damals, vermutlich im Namen der Firmen, die ihm die Präsidentschaft gekauft haben, gesagt, Bush hat gesagt, das täte ihm leid, aber das verstieße gegen die Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Das müssen Sie übers Bett hängen, meine Damen und Herren. Das Credo des christlichen Abendlandes. Das Überleben von Unterprivilegierten verstößt gegen die Prinzipien des freien Abendlandes. Gegen die Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Wenn aber 5 Amerikaner an Milzbrand erkranken, weil ein durchgeknallter amerikanischer Militärwissenschaftler seine Forschungen unbedingt in meiner Praxis ausprobieren wollte, da musste die Firma Bayer sofort das Patent für das Milzbrandmedikament rausrücken. Es gab nur ein einziges Medikament gegen Milzbrand auf der ganzen Welt. Die haben sich die Hände gerieben in Leverkusen. Und da haben die Amis gesagt, Patent? Die Komiker vom Rhein. Das Patent könnt ihr vergessen. Das heben wir morgen auf. Oder ihr verkauft das Medikament ab sofort zu dem Preis, den wir euch jetzt hier vorschlagen. Bayer hat kurz verhandelt, hat den Preis drastisch gesenkt. Freie Marktwirtschaft. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, dass 5 Amerikaner 10-mal so wertvoll sind wie 1 Million Südafrikaner. Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Okay, der Rumsfeld ist ein Stinkmorchel. Schütten Sie mal einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose. Sie haben einen Prozess am Hals, da werden Sie Ihres Lebens nie wieder froh. Die Kinder werden Sie noch verklagen, weil die mit einem traumatisierten Vater aufwachsen müssen. Wenn aber so eine amerikanische Friedenskampfbombe-Erhaltungsstaffel in Afghanistan Patrouille fliegt. Und sagen wir mal, in einem afghanischen Bergdorf feiert jemand Hochzeit. Und es ist gute afghanische Tradition, bei der Hochzeit ein paar Salutschüsse abzulassen. Und es ist gute amerikanische Tradition, Salutschüsse sofort freundlich zu erwidern. Dann sagt die amerikanische Regierung am nächsten Morgen mit Britney Spears, Oops, we did it again. Und zahlt für jeden toten afghanischen Zivilisten 200 US-Dollar Entschädigung. Der offizielle Kurs für toten Afghanen sind 200 Dollar. Ich weiß nicht, was 100 Gramm schwarze Afghanen im Augenblick auf den Markt bringen. Wie viel Afghanen Sie abknallen können, bevor Sie einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose schütten? Da oben ist immer einer, der alles mitschreibt. Und der liest nicht nur unsere E-Mails, der liest nur unsere Gedanken. Aber das ist der Gute. Die Kinder im christlichen Abendland wachsen auf mit dem Wissen, einmal im Jahr kommt der Nikolaus. Der hat ein großes Buch dabei und da steht alles drin, was man im Jahr gemacht hat. Und da sagt der Nikolaus, Evelyn Mareike, die E-Mail hättest du besser nicht geschrieben. NSA heißt für die Deutschen, Nikolaus sieht alles. Und wenn man nicht böse war, muss man für den Nikolaus ja keine Angst haben. Wenn man böse war, dann wird man bestraft. Dafür hat der Nikolaus den Knecht Ruprecht dabei. Das ist der mit der Rute. In den Niederlanden heißt der Knecht Ruprecht, weil er traditionell ein Farbiger ist, der Zwarte Piet, der Schwarze Peter. In den USA nennt man ihn Obama. Der Obama hat vor seiner ersten Wahl versprochen, er würde Guantanamo schließen. Das hat er nicht gemacht. Also selbst jetzt, wo die im Oktober in den USA alles zumachen mussten, die Touristenattraktion Guantanamo blieb geöffnet. Aber der Obama, der bringt keine neuen Gefangenen mehr dahin. Das ist das Tolle. Der Obama, der macht nämlich keine Gefangenen. Der lässt die Leute jetzt direkt vor Ort über den Haufen schießen. In ihren jeweiligen Ländern.
Denn der Barack Obama, dieser alte Knecht Ruprecht, der hat eine Route, die ist ferngesteuert. Das ist eine Drohne, die wird mit einem Joystick gesteuert. Da sitzen die Experten am Joystick und holen sie ein paar Terroristen runter. Ja. Das erspart die Transportkosten nach Guantanamo und die Fütterung im Käfig. Und es ist ein offizielles Programm, ist ja nichts Geheimes dabei. Der Obama hat eine Todesliste aufgestellt, ganz offiziell. Da stehen die Namen von den Menschen drauf, die der CIA weltweit über den Haufen schießen darf. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, ohne Verteidigung, nicht mal kurzer Prozess. Und wenn Sie dumm daneben stehen, dann sind Sie ein Kollateralschaden. Ja, was haben Sie auch so schlechten Umgang? Sie können die Liste ja einsehen. Stellen Sie mal vor, der Assad in Syrien würde so eine Todesliste aufstellen und abarbeiten lassen. Da wäre die Weltöffentlichkeit außer sich. Das darf der überhaupt nicht. Der hat doch gar keinen Friedensnobelpreis. Wie kommt er dazu? Und die Informationen, die der Obama braucht für sein Terroristen-Euthanasie-Programm, diese Informationen, die beschafft ihm die NSA. Und wenn einer bei der NSA Mist macht oder einen Befehl verweigert, dann muss er zur Strafe 3 Wochen lang das Privathandy von Angela Merkel abhören. Und wenn Sie 3 Wochen lang die Privatgespräche von der Merkel abhören mussten, verweigern Sie nie wieder einen Befehl. Das ist doch alles allgemein bekannt. Ich meine, was ist denn bitte lächerlicher? Die Vorstellung, der Obama habe nicht gewusst, dass seine Superspione die Merkel abhören? Oder die Vorstellung, unser Verfassungsschutz habe nicht gewusst, dass die Amerikaner die Merkel abhören? Ich meine, das könnt ihr doch nur nicht zugeben. Der Obama kann doch nicht sagen, dass er es gewusst hat. Haben Sie noch nie einen James-Bond-Film gesehen? Da heißt es dann, Mr. Bond, beschaffen Sie die Informationen. Wie ist es egal? Aber wenn Sie erwischt werden, müssen wir leugnen, Sie gekannt zu haben. So geht das bei der Spionage. Die sind doch nicht blöd. Man spricht ja auch von der Central Intelligence Agency. Allerdings bei den deutschen Geheimdiensten wird man ja nie das Wort Intelligenz in Verbindung bringen. Trotzdem sind die nicht so blöd, dass die sich hinstellen und sagen, natürlich haben wir das gewusst, was sollen die denn machen? Soll der Verfassungsschutz zur Merkel gehen und sagen, ja sicher, Frau Kanzlerin, wir wissen seit Jahren, dass die Amis sie abhören. Wir treffen uns da einmal im Monat zu Kaffee und Kuchen mit den Kollegen und lachen uns schlapp über die Mitschnitte. Und natürlich musste auch die Merkel so tun, als wenn sie von nichts eine Ahnung hätte. Die Merkel konnte ja auch nicht sagen, ja sicher habe ich gewusst, dass mein Geheimdienst gewusst hat, dass die Amerikaner mich abhören. Was meinen Sie denn, warum ich diesen braunen Sumpf beim Verfassungsschutz nicht trockenlegen kann, trotz NSU-Affäre? Die wissen, weil sie mich so lange abgehört haben, so viel über mich, dass ich nur eines weiß, dass dieses Wissen niemals in die Öffentlichkeit kommen darf. Und dieses Spielchen, meine Damen und Herren, dass ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, was du weißt, das nennt man Politik oder internationale Diplomatie. Und da gibt es ein Schweigegelübde. Und die Typen bei unserem Verfassungsschutz, bevor die zugeben, was die wirklich wissen und was die machen können, da lassen sie sich doch lieber in der Öffentlichkeit als Volltrottel hinstellen, die zu blöd sind, Popel in der eigenen Nase aufzuspüren. Nein, ein Geheimdienstmitarbeiter, der gegen die Schweigegelübde der Verfassungsdienste, der Geheimdienste verstößt, was mit dem passiert, das wissen wir doch, seit Bradley Manning, der jetzt Chelsea heißt, und seit Edward Snowden. Sehen Sie, wenn Sie die demokratische Öffentlichkeit ehrlich darüber informieren, was zu Ihrem Schutz geschieht, dann müssen Sie Asyl suchen beim lupenreinen Demokraten Putin. Es sei denn, Sie haben Interesse an einem tödlichen Autounfall oder Sie wollen den Rest Ihres Lebens als Staatsfan Nummer 1 in einem wunderbaren amerikanischen Gefängnis eine Spezialbehandlung erleben. Sehen Sie, transparente Geheimdienste. Als nächstes fordern die Leute noch, dass der Vorstand von Bayern München nicht vorbestraft sein darf. Der eigentliche Skandal der Sache ist doch, dass unsere Medien sich mehr aufregen, wenn der Obama Merkels Handy abhören lässt, als wenn er weltweit zum Teil unschuldige Menschen über den Haufen schießen lässt. Es ist mir dieses Jahr ein besonderes Vergnügen, Sie durch diesen Abend führen zu dürfen, denn wer weiß, ob wir nächstes Jahr noch hier sein können. Sie wissen, der Russe steht vor der Tür. Der Grieche sitzt schon in der Vorratskammer. Und wenn sich die Zahl der Kampfschwimmer unter den Mittelmeerflüchtlingen weiter erhöht, werden wohl schon im nächsten Jahr auch hier Feldbetten stehen, um als Notaufnahmelager dienen zu können. Keiner kann verstehen, warum Moskau im Osten der Ukraine Separatisten unterstützt, anstatt beim Aufbau eines schönen NATO-Stützpunktes mitzuhelfen. Wann hat es das jemals gegeben, dass ein Land in einem anderen Land Verbrecherbande derart unterstützt?
Okay, ich erinnere mich dunkel, dass die USA in Afghanistan die Taliban und die Mujahideen finanziert haben im Kampf gegen die Russen, das stimmt. Aber sonst? Okay, in Nicaragua haben die USA die Contras finanziert im Kampf gegen die Sandinisten. Die waren auch demokratisch gewählt. Wenn wir jetzt schon dabei sind. Iran 1953, der demokratisch gewählte Ministerpräsident wurde vom CIA geputscht, weggeputscht, um den alten Schah wieder zu installieren. Und Salvador Allende, der demokratisch gewählte linke Präsident Chiles, wurde mit einem faschistischen Putsch hinweggefegt, organisiert von den USA. Sie haben in Libyen die Rebellen unterstützt, um Gaddafi loszuwerden. Man könnte auch zusammenfassend sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika haben in den letzten 40 Jahren noch mit jedem Schwein und Verbrecher auf der Welt zusammengearbeitet, solange die wirtschaftlichen Interessen der amerikanischen Großkonzerne gewahrt geblieben sind. Was in der Ukraine wirklich los ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, wir werden von allen Seiten massiv belogen. Die Propagandamaschine läuft auf allen Seiten. Und eines habe ich gelernt aus der Geschichte. Wenn der amerikanische Geheimdienst CIA sagt, es gibt unwiderlegbare Beweise, handelt es sich meistens um Satellitenfotos, auf denen ungefähr so viel zu erkennen ist wie auf Ultraschallbildern aus den 80ern. Nur einer blickt durch das ganze Schlamassel durch, das ist mein Bundespräsident Gauck, der Präsident der Herzen. Ich hätte gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber was wollen Sie machen? Unser selbstverliebter Gottesanbeter stand am 1. September, dem Jahrestag des Kriegsausbruchs, Zweiter Weltkrieg. Sie wissen, wir sagen heute nicht mehr, dass wir den Krieg angefangen haben. Das ist auch irgendwann mal gut. Ich meine, das kennt man aus dem Schulhof. Du hast angefangen, nee, du hast angefangen. Das hilft ja auf Dauer auch nicht weiter. Nee, Kriege brechen aus, wir standen günstig damals. In diesem letzten großen Weltkrieg haben 27 Millionen russische Soldaten ihr Leben gelassen im Kampf gegen das faschistische Deutschland. Und man darf vielleicht auch mal daran erinnern, dass Russland den Westen nie überfallen hat. In der ganzen Geschichte noch nicht. Immer hat der Westen Russland überfallen. Schon Napoleon musste bis Moskau marschieren, um die Russen aus Paris zu vertreiben. Es gibt noch ein Land, das noch nie seine Nachbarn überfallen hat. Eines der aggressivsten Länder, das wir überhaupt kennen, der Iran. Der Iran hat noch nie ein Nachbarland überfallen. Die sind immer von ihren Nachbarn überfallen worden. Aber da sehen Sie auch, wie perfide so Länder wie Russland und Iran agieren. Die zetteln Kriege an, indem sie sich überfallen lassen. Und mein Bundespräsident bringt es fertig, bei der Gedenkrede zum 1. September die 27 Millionen russischen Opfer mit keiner Silbe zu erwähnen, aber in derselben Rede den Putin in eine Reihe mit Hitler zu stellen. Das ist große Staatsmannskunst, meine Damen und Herren, da kann man stolz sein. Wie hat der Bundespräsident gesagt in dieser Rede? Weil wir das Recht stärken, nehmen wir es nicht hin, wenn Länder fremde Territorien annektieren. Da haben die in Israel kurz zusammengezuckt. Und die Palästinenser haben gedacht, sie kriegen jetzt deutsche Panzerabwehrraketen. Aber das war ein Interpretationsfehler. Mein Bundespräsident Gauck, die fleischgewordene Doppelmoral. Und wir nehmen uns die Freiheit, von der er immer sabbert. Wir liefern dem Assad das Giftgas und wenn das einsetzt, sind wir böse. So sind wir drauf. Wobei das mit dem Giftgas muss ich zurücknehmen, bevor ich dahinter korrigiert werde. Ich weiß, meine Bundesregierung hat sich erkundigt, auch bei den Vorgängerregierungen. Das ist dann offiziell verkündet worden. Wir haben kein Giftgas an Assad geliefert. Deutschland hat 10 Jahre lang Komponenten für Zahnpasta geliefert. An Assad. Offiziell. Die haben sich nie gefragt, wie oft er sich da die Zähne putzt, aber Komponenten für Zappas. Sehen Sie mal, wenn Sie so einen ausgemachten Quatsch auf der Bundespressekonferenz vortragen können, ohne mit der Wimper zu zucken, haben Sie das Zeug zum Regierungssprecher. Frau Witz, hat die Kanzlerin zum Tod, zu dem Mord an Herrn Mansur gratuliert, wie bei Herrn Bin Laden und Herr Schäfer. Die Pakistaner haben protestiert und haben sich darüber beschwert, dass auf ihrem Territorium der Drohnenangriff durchgeführt wurde. Also ist das jetzt basierend auf Ihren Aussagen so zu verstehen, dass das völkerrechtlich fragwürdig ist? Und wissen Sie, ob Ramstein als Relaisstation für den Drohnenangriff genutzt wurde? Zunächst einmal, Herr Jung, ich denke, Herr Schäfer hat umfassend dargestellt, wie die Bundesregierung diesen Vorgang bewertet. Dem habe ich für die Bundeskanzlerin nicht hinzuzufügen. Die Liste der Probleme in diesem Land ist endlos. Wir haben 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger, wovon zum Glück nur 3 Millionen arbeitslos sind. Der Rest hat einfach keine Stelle. Wir haben 7 Millionen Analphabeten, wovon zum Glück einige zumindest Abitur haben. 13,5 Millionen Menschen leben in Armut, hat es jetzt geheißen.
Und ab dem Jahr 2030 dürfen die 40% der Rentner auf Altersarmut einstellen. Ja, dazu kommt jetzt auch der Mindestlohn. Wie das gehen soll, weiß überhaupt noch keiner. In der Zeitung stand, den Friseur wird keiner mehr bezahlen können. Ich wage mir gar nicht auszumachen, wie wir in einem Jahr alle rumlaufen werden. 12.000 Deutsche sterben jedes Jahr an diesen Krankenhauskeimen. Kennen Sie die? Die multiresistenten Keime, wo kein Antibiotikum mehr greift. Da erblasst der Ebola-Erreger vor Neid. Und diese Keime können Sie in Afrika überhaupt nicht kriegen. Dafür müssen Sie sich extra in ein deutsches Krankenhaus begeben. Wir haben Probleme ohne Ende. Aber wenn die Deutschen mal in größerer Zahl auf die Straße gehen, dann demonstrieren sie nicht gegen multiresistente Keime, sondern für Multikulti-Resistenz. Das Volk nennt sich jetzt Pegida und kämpft tapfer gegen die Islamisierung des Abendlandes. In Sachsen. Tucholsky hat geschrieben, meine Sorgen möchte ich haben. Und konsequenterweise muss man Geld, das er mit Kapital verdient, nur mit 25% versteuern und Geld, das er mit Arbeit verdient, mit bis zu 45% versteuern. Das ist eine derart absurde Regelung, dass es sich nur um eine Religion handeln kann. In der Religion Kapitalismus gibt es zwei Götter, das ist Wachstum und Produktivität. Dagegen darf man überhaupt nicht sein. Wer was gegen Wachstum sagt, das ist ja kapitalistische Blasphemie. Wir brauchen Wachstum. Ewiges Wachstum ist schwierig, fragen Sie Rainer Kallmund. Aber man muss am Ball bleiben. Das andere ist die Produktivität mit immer weniger Menschen, in immer kürzerer Zeit, immer mehr herstellen. Und ich frage mich, wo wir das herhaben. Doch nicht aus der Natur. Die Natur ist doch nicht produktiv, die Natur ist doch verschwenderisch. Ein Löwe, der jagt eine Antilope, dann frisst er, bis er satt ist, dann legt er sie in die Sonne und sagt, boah, war das lecker, was jedem mir gut. Und dann wartet der, bis der wieder Hunger kriegt. Der Löwe kommt doch nicht auf die Idee zu sagen, oh, ich habe für die Antilope jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht, wenn ich mich ranhalte, schaffe ich heute noch 4, da kann ich morgen frei machen. Der Löwe ist doch nicht bescheuert. Der hat doch nicht BWL studiert. Im Gegensatz zum BWLer weiß der Löwe ganz genau, wenn er heute 5 Antilopen fängt, kann er am nächsten Tag gar nicht frei machen. Da muss er einen Kühlschrank bauen, um die Sachen frisch zu halten. Am nächsten freien Tag muss er für den Strom arbeiten, um den Kühlschrank zu betreiben. Da muss das Haus drumherum gebaut werden. Das Haus muss bewacht werden. Und der Rattenschwanz hört nie wieder auf. Und der Löwe kommt nie mehr dazu, in der Sonne zu liegen und zu sagen, boah, war das lecker. Was jedet mir gut. Nur dem Menschen, der schon alles hat, dem kann man einreden, dass er jedes Jahr noch mehr Antilopen pro Jahr jagen muss. Damit er sich jedes Jahr das neueste Kühlschrankmodell leisten kann. Denn der Mensch ist nicht glücklich und zufrieden, wenn er in der Sonne liegt oder mit Freunden beim Bier sitzt. Nein, der Mensch ist nur dann glücklich, wenn er heute mehr hat als gestern, morgen mehr als heute und übermorgen mehr als morgen. Die Triebfeder dieses krankmachenden Wirtschaftssystems ist, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht leiden können. Den nächsten Preisträger hingegen kann ich wirklich sehr gut leiden. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Ich habe erleben dürfen, wie er sich zum gestandenen politischen Kabarettisten weiterentwickelt hat. Er hat Witze verstanden, er ist auf der Bühne immer charmant und hat trotzdem eine glasklare, eindeutige Haltung, wie man sie für das Kabarett braucht. Meine Damen und Herren, der Deutsche Kleinkunstpreis 2015 in der Sparte Kabarett geht an Christoph Sieber. Vielen Dank. Danke sehr. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, es gibt Sätze, die kann ich einfach nicht mehr hören. Im Grunde ist es noch schlimmer. Ich muss sie ständig hören, ich will sie aber nicht mehr hören. Sehen Sie, ich bin jetzt seit 32 Jahren im Kabarettgeschäft tätig. Und in diesen 32 Jahren ist mindestens einmal pro Woche ein Kabarettkunde zu mir gekommen und hat gesagt, im Moment sind aber auch tolle Zeiten fürs Kabarett. Seit 32 Jahren höre ich mir jede Woche mindestens einmal an. Also so einfach wie im Augenblick haben sie es euch aber auch noch nie gemacht bei der Politik. Es gibt auch einen Satz, den kann ich nicht mehr ertragen. Das ist der Satz, sozial ist, was Arbeit schafft. Wenn noch einmal einer zu mir sagt, sozial ist, was Arbeit schafft, dann sage ich,
Hör mal, wenn ich dir jetzt deine dumme Hackfresse mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Wie sozial soll ich denn mal sein? Oder den Satz, den ich an meine Politikern so liebe. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Wenn ich das schon höre, oder dann kommt der Deutsche und sagt, wir können ja nicht alle Menschen hier aufnehmen. Seit 30 Jahren verfolgen 6 Milliarden Menschen auf der Welt nur ein Ziel, nach Deutschland zu kommen. Wir können nicht alle aufnehmen, deshalb nehmen wir keinen auf. Ne? Alle oder keiner, das ist Deutschland. Sehen Sie, für diesen Satz, wir können nicht alle Menschen bei uns aufnehmen, sollte man ohne Umstände sofort zu 2 Jahren Leben im Slum von Kalkutta verurteilt werden. Und zwar ohne Bewährung. Wir Deutsche sind doch die einzigen auf der Welt, die alles, was sie haben, ihrem eigenen Fleiß zu verdanken haben. Also wir Westdeutschen, jetzt müssen wir ein bisschen genau werden. Ja, das müsste man diesen sächsischen Mitessern, Mitbürgern vielleicht nochmal erklären. Als die Mauer aufging vor 25 Jahren, ist doch hier im Westen nicht nur gejubelt worden. Da ist doch hier im Westen über die Ossis genauso gelästert worden wie heute über die Griechen und die Spanier. Guck dich doch mal, wie das da aussieht, hat es damals hier geheißen. Guck dich das doch mal an. Was haben die denn da 40 Jahre lang gemacht? Die wissen doch gar nicht, was Arbeiten ist. Hier waren die Städte doch auch kaputt nach dem Krieg. Wir haben das ja alles wieder aufgebaut. Was haben die denn da gemacht? Guck dich doch mal die Städte im Osten an. Da sieht er aus wie im schlimmsten Teil von Süditalien. Bloß noch mit dem scheiß Wetter dabei. Ja, sehen Sie, Elend im Regen, das mag der Deutsche überhaupt nicht. Elend bei 40 Grad im Schatten, da fliegt der Deutsche hin, da kann er sich entspannen. Meine Damen und Herren, unser nächster Preisträger beherrscht die Sprache. Er ist ein Meister der Sprache und zwar nicht nur der Sprache der Worte, sondern auch der Sprache der Musik. Ein hochmusikalischer junger Mann, er ist mal heiter und mal böse, aber er ist immer elegant. Der Förderpreis der Stadt Mainz zum Deutschen Kleinkunstpreis 2015 geht an Martin Zingsheim. Das ganz, ganz große Thema in diesen Zeiten ist natürlich die Schuldenkrise, meine Damen und Herren. Wobei, die große Sorge der Deutschen ist ja nicht, wie wir die 2000 Milliarden Euro Staatsschulden zurückzahlen sollen. Die Deutschen haben viel mehr Angst, was passieren soll, wenn es jetzt gar keine Zinsen mehr gibt. Wie soll man denn noch eine kapitalgedeckte Altersversorgung aufbauen, wenn es keine Zinsen mehr gibt? Das ist doch, die Religion Kapitalismus lebt doch vom Wunder der Geldvermehrung. Sehen Sie, meine Oma hat früher eingemacht. Was es so im Schrebergarten gab. Erdbeeren, Birnen, Pflaumen. Ich sehe mich als Kind noch im Keller stehen mit diesen Gläsern, den Regalen. Wunderbare Schätze. Meine Oma ist aber nie auf die Idee gekommen, dass das Zeug sich von selber vermehren könnte. Wenn der Deutsche aber Geld auf eine Bank bringt oder in eine Versicherung einzahlt, geht er davon aus, dass das von selber mehr wird. Wo kommt diese Idee her? Die Deutschen zahlen jedes Jahr Milliarden in Lebensversicherungen ein. Was glauben Sie eigentlich, was die Lebensversicherung mit dem Geld macht? Sperrt ihr das in ein Schließfach, da rammelt das und kriegt Junge? Hören Sie, wenn Sie 4% Rendite haben wollen auf Ihre Lebensversicherung, muss die Lebensversicherung doch jemand finden, der das Geld leiht und 7% Zinsen darauf zahlt. Denn Sie wollen 4% haben, die haben Kosten und wollen selber auch noch was verdienen. Also muss einer 7% zahlen. Da muss der für arbeiten gehen, das muss erwirtschaftet werden in der realen Wirtschaft. Und im nächsten Jahr zahlen die Deutschen wieder Milliarden in Lebensversicherungen ein. Da muss wieder ein Depp gefunden werden, der das leiht und 7% Zinsen darauf zahlt. Anders kann das doch nicht funktionieren. Das Geld für sich arbeiten lassen, ist doch Quatsch. Geld kann doch nicht arbeiten. Ist Ihnen schon klar, ne? Haben Sie schon mal versucht, einem 50-Euro-Schein eine Schippe in der Hand zu drücken? Menschen in der realen Wirtschaft müssen arbeiten, um die Zinsen zu erwirtschaften. Und den Haufen immer größer werden zu lassen. Und auf diese Art und Weise haben die Deutschen ihr Vermögen von 1980 bis heute von 2000 Milliarden Euro auf 5000 Milliarden Euro hochgeschraubt. Das Barvermögen der Deutschen beträgt 5 Billionen Euro. Das ist ohne Immobilien. Das ist nur das reine Barvermögen. Die Schuldenkrise wäre mit einem Schnips zu lösen. Sehen Sie, jeder von uns hat 25.000 Euro Staatsschulden. Das sind die 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden. Und jeder von uns hat 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante liegen. Ja, Sie auch. Sie müssen mal aufräumen. Ne?
Das Geld ist jedenfalls da, das sind die 5000 Milliarden. Die sind halt schlecht verteilt, das gebe ich zu. 50% der Deutschen haben überhaupt keine Ersparnisse. Das reichste 1% verfügt über 33% der gesamten Ersparnisse. Die reichsten 10% in Deutschland verfügen über 66% der gesamten Ersparnisse. Das heißt, in nackten Zahlen, die reichsten 10% verfügen über 3.200 Milliarden Euro Barvermögen. Die können die 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden so begleichen und hätten mehr über, als der Rest im ganzen Leben mit ehrlicher Arbeit jemals zusammensparen kann. Ja, ein Einzelner, der das so sieht. Jetzt haben Volkswirte ausgerechnet, wie wir Deutschland entschulden könnten, ohne dass es Probleme gäbe. Und das wäre wirklich innerhalb des kapitalistischen Systems tatsächlich möglich. Wenn diese 10% reichen, wenn die Hälfte ihres Vermögens abgeben würden, wären die Schulden so weit abbezahlt, dass der Rest machbar wäre. 50% müssen die abgeben, nicht mal auf einen Schlag. Wenn die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 5% abgeben, ist das Geld ja auch zusammen. 5% ist das, was die letzten 30 Jahre jedes Jahr in Zinsen kassiert haben. Lassen Sie sich doch nicht länger für blöd verkaufen. Wir wollen nicht an das Vermögen von Menschen ran, für das die hart gearbeitet haben. Sie erinnern sich, Zinsen? Da haben die nicht für gearbeitet, da haben die Arbeiter für gearbeitet. Wir wollen die Zinsen der letzten 30 Jahre, für die die Menschen in den Fabriken gearbeitet haben, diese Zinsen wollen wir in den nächsten 10 Jahren wieder haben. Und dann ist Deutschland entschuldet. Und wir haben eine wunderbare Perspektive. Und es müsste keiner auf irgendwas verzichten. Denn wir reden von Menschen mit einem Barvermögen ab 1 Million Euro aufwärts. Nur damit Sie nicht meinen, dass Sie betroffen sind. Und falls Sie zu den Unglücklichen gehören sollten, ich finde noch heute Abend jemand, der mit Ihnen tauscht.